Viele haben gesagt, Koro, der Firstie dieses Turniers. Digga, darauf Koro, erst meine Luft, ey. Koro, der muss es holen. Du auch noch. Viele haben gesagt, klar, ich meine, Marley ist auch im Turnier. So. Ich habe zum Beispiel gesagt, Dario, ja. Das ist mein Boy. Etwas ein Dark Horse, aber ja. Maxi hat gesagt, weißt du was, Schwanzus, der ist insane. Der wird's holen. Schwanzus ist halt auch insane, muss ich sagen. Und wir haben sehr viele Leute in Contention gehabt, um dieses Turnier zu gewinnen. Ja. Z-Pipes. Der heavy favorite seit vor zwei Wochen. Ja, vorher hat ihn niemand auf dem Schirm, aber vor zwei Wochen hat er bei Jedo so aufgeräumt, dass wir gesagt haben, ja, vielleicht hätten wir ihn bannen sollen. Ja, ja. Genau. Cheers. So, cheers. Auf Grand Final trinken wir die letzte Luft. Ja, für mich natürlich. Zumindest heute. Ja. Für dich vielleicht nicht. Ich würde mal behaupten, es ist wahrscheinlich nicht die letzte Luft für mich. Ich muss ja morgen keine Sets mehr spielen. Ich muss nur morgen nach Hause fahren. Ja, ich muss morgen mindestens 5 Sets spielen. Wobei, ich sollte es nicht so machen wie beim letzten Arcadian. Wo ich auf der Rückfahrt im Flixbus einfach kotzen musste. Oh shit! Ins Flixbus-Klo? Nee, Digga. Da war so eine Mülltüte neben deinem Sitz? No way! Oh fuck! Digga, es gibt auch noch. Safe ist das auf unserem Discord noch, das Bild. Mit wem bist du gefahren? Mit Henry, ne? Nee. Ah, nee, Henry ist aus Hamburg. Mit Coxbutter und Cross. Wo sind die eigentlich? Cross ist gar nicht mehr aktiv aktuell. Ja. Und Coxbutter halt so ab und zu mal noch. Also so auf den Bremer Weeklies, wenn sie dann mal stattfinden, da ist er ab und zu noch. Ja. Aber aktuell finden halt auch gerade keine Bremer Weeklies mehr statt. Fair. Okay, so, dieses Matchup hier, Pikachu gegen Marv, ist ja traditionell ein sehr Pikachu-favored Matchup. Also, ja, schon. Also ist auf jeden Fall für Marv nicht so geil. Wir kennen ja alle die Stats. Es gab mal so ein Tafo-Stats-Ding vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Okay. Als Axe, halt, da war Zane schon so der Beste und Axe hat ihn halt trotzdem immer besiegt. Und dann war immer so, wie kann es eigentlich sein? Und dann haben die so die Stats abgebunden und dann so, Axe ist irgendwie seit 49 Sets gegen Marv ungeschlagen. okay. Okay, das ist krass tatsächlich. Es ist actually ein insanes Matchup, okay. Ja. Konnte man ja nicht ahnen. Nee. Okay, Lele gegen G-Pipes. Diese beiden Spieler haben noch nie in ihrem Leben gegeneinander gespielt. Und jetzt das erste Mal im Grand Final von Dark Kicks Nummer 3, ran an den Buletten. Das ist schon nice. Voll. G-Pipes ist nämlich aus Kanada hergezogen nach Berlin und Lele ist gar nicht in Berlin. Der hat sich qualifiziert für die Playoffs, nur deswegen ist er hier eigentlich. Durch diese Ladder. Durch die Jedo-Ladder. Und er ist aber auch eligible für Arcadian, weil wir sagen, so gut ist er ja dann doch nicht. Aber ja. Scheint uns, wir haben ihn massiv unterschätzt, genauso wie G-Pipes und deswegen. Ja, deswegen ist es sein Grand Final so. So ist es nämlich, ja. Ja, G-Pipes war auf jeden Fall, also seit zwei Wochen für mich persönlich der Clear Favorite für dieses Turnier. Ja. Lele hatte ich so halbwegs auf dem Schirm. Ich habe Lele so, glaube ich, auf 9. geseedet. Maxi meinte so, Maxi hat ihn, glaube ich, auf 15 oder so geseedet. Und okay. Ja, ist schon. Und ja, wie gesagt, das Matchup ist wirklich ziemlich gut für Pikachu. Und ich glaube, Lele wird ja, es definitiv. Ist auf jeden Fall nervig so als Marv. Und die haben zwei ziemlich gute Marvs in Italien. Die haben Mirko und dann haben sie noch einen, den, ich glaube, der ist der dritte in Italien. Ich weiß nicht genau, wie er heißt gerade. Ah, okay. Und Lele wird dieses Matchup auf jeden Fall öfter mal auf italienischen so lokalen Turnieren spielen. Ja. G-Pipes ist wahrscheinlich eine andere Hausnummer, aber. Ja, aber ich meine, die Sache ist, als Pikachu ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass du gegen Marv spielst, als Marv gegen Pikachu zu spielen. So, ne? Voll, das ist. Das ist dann immer natürlich ein bisschen der Vorteil, wenn du so etwas unbekanntere Charakter spielst. Oh, da wollte er eben direkt vom Olymp geben, aber G-Pipes sehr weit nach links rausgehalten. Ja. Mich persönlich würde hier ein Bracket Reset überhaupt nicht wundern übrigens. Oh, das muss nee, sein. Auf jeden Fall. Oh, das war nice. What? Er hat die näher geedge-cancelt und dann nochmal geedge-cancelt an die Kante. Hat alles gecovert, aber so ein Tipper ist da noch manchmal genug. Dann reicht's auch. Ja, Waveland auf die Plattform, Downsplash natürlich ein guter Callout, egal wo du, also das ist so eine gute Option-Coverage, würde ich sagen. Und da hat der G-Pipes auf jeden Fall noch ein bisschen Damage mitgeben können, aber Pikachu struggelt ja ein bisschen damit, Damage zu machen im Allgemeinen. Das ist nicht so sein Ding. Seine Abwehr macht, glaube ich, 4% oder 3% oder sowas. Ja, 3% jetzt. Deswegen, jedes bisschen an Damage, was du mitbekommen kannst, ist gut. Er killt aber mit der Upsmash relativ früh, deswegen so, keine Ahnung. So ein Waveland und dann sozusagen das Follow-up. Oh mein Gott, direkt vom Olymp! Oh, shit.
so ein Follow-up mit einer Down-Smash, also Waveland, Down-Smash auf Plattform, um halt so Options zu covern. Da machst du schon mal so 11-12% mit. Das kann dann manchmal schon reichen. Ich würde dann gar nicht für ein Follow-up gehen, also für noch mehr Follow-ups gehen, sozusagen, und zu probieren, den Master zu comboen, weil ich würde Damage on-tacken, ehrlich gesagt, strategisch probieren, Damage on zu tacken und dann, nachdem ich Damage gemacht habe, halt probieren, die Up-Smash zu treffen. Ja. Und hier würde ich probieren, mit einem Donner runterzukommen. Aber ich bin auch kein Pikachu. Aber mein Pika kann der Hype, though. Ich habe neulich im Netflix einen Forstlock. Bei meinem so einen Stream. Ja. Auf jeden Fall, stimmt. Da habe ich gesagt, Mann, mein Pika keine Hype. Ja. Für irgendwen soll ich Pika spielen wegen Donations. Auf jeden Fall. Deswegen, also ich würde, also ich habe so ein bisschen so ein Gefühl dafür, was Pikachu machen will, aber. Ja, aber halt nicht so. Nenn mich nicht Experte. Ja, auf jeden Fall. Und ja, es sieht inzwischen aber so aus, als wenn du G-Pipes hier einfach. Aber das Ding ist, Marth macht so viel mehr Damage, dass du so ein. Ja. So eine Deficit, die du hast, er hat ja, guck mal, er hat den Stock verloren, die hatten beide zwei Stock, nee, Lele hatte drei, G-Pipes hatte noch zwei und Lele hat sich den Arsch wund gespielt und G-Pipes kam zurück, eine F-Smash, tot gleich. Ja, ist so. Wie machen wir das jetzt am besten? Freunde, wir können doch, also ne? Ja, ja, Pikachu macht halt auch einfach, die Abwehr macht, glaube ich, 4% Damage oder so. Ja, ich glaube 4 und dann 3 bei Stale. Ja, ja, genau. Das ist halt so lächerlich. Wie gut findest du den Counterpick hier? Weil Pikachus großer Vorteil ist, dass er früh killt, denke ich mir. Ja. Nach oben vor allem. Also, ja, zur Seite, natürlich auch mit dem Tailspike und sowas, aber das kann er auf anderen Stages ja auch. Oh, also, shit! Also, ich weiß nicht, gegen Marth ist, glaube ich, tatsächlich als Pikachu einfach Broke besser. Hätte ich auch gesagt, ja. So, aber ich weiß halt nicht, das ist. Also gegen Marth ist halt meistens Wimmern eben auch nicht so verkehrt, weil Marth einfach durch die Plattform oben. Oh, wir haben kurz die Kamera aus dem Winkel gesehen. Ja. Die waren beide so weit auseinander. Marth kommt halt nur in ganz speziellen Fällen mit seinen Attacken durch die Plattform durch. Ja. Das ist halt der große Nachteil an den Plattformen. Oh shit! Das könnte das Dock sein. Ja, das ist das Dock. Er hat keinen Sprung mehr. Also zum Beispiel mit dem F-Smash kannst du nur Leute treffen, wenn die auf dem Rücken liegen. Auf Dreamland? Ja, auf den Plattformen. Aber nur rechts, nicht links, ne? Links ist nochmal höher. Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau. Da bin ich mir nicht hundertprozentig. Okay. Ja, das stimmt, die sind auf jeden Fall nicht gleich hoch. Aber ja, die linke ist ein bisschen höher. Ja. Was auch super weird ist. Max hat übrigens im Chat geschrieben, Pikachu good unit. Nein, Max ist ein Warcraft 3 Spieler. Nein, Max, Pikachu good hero. Nice spells. Oh, nice attack. Holy shit. Das war so sick. Oh mein Gott, Lelly. Grand Final Hype. Lelly geht direkt mit dem Grand Final. Der Counterpick scheint sich ja schon bezahlt zu machen. Voll, das sieht sehr gut aus für ihn. G-Pipes hat sich nur mal einen Moment genommen, um drüber nachzudenken, was hier genau passiert gerade. Ja. Ja, weil im ersten Match konnte er immer noch ganz gut mithalten und konnte sich halt dann noch das Match sichern, weil er so einfach solid so abgetradet hat. Oder halt so, er muss weniger Moves treffen. Ist ein bisschen wie Ganon so, weißt du? Ja, wie Ganon gegen jeden anderen, er muss einfach weniger Moves treffen, um genauso viel Damage zu machen. Aber dafür ist halt Arschlang so. Genau. Und hier ist es halt, oh mein Gott, Lele, was für ein Edgar, der Freestock, Digga. Holy fuck, G-Pipes ein bisschen verzweifelt. Der Blick hier, Jojo freut sich sehr. Jojo, sehr hype hier. Gut, dass Jojo noch vorbeikam, damit er sich darüber noch freuen kann. Ja. Ja, der musste heute arbeiten, deswegen konnte er nicht teilnehmen. Ah, sehr ärgerlich. Sad, Alter. Voll. Wir gehen auf Yoshi's Story. Ehrlich gesagt, ich bin keine scared für G-Pipes, weil die Upsmash von Pika, naja, die wissen alle. Ja, auf jeden Fall. Also ja, das ist halt. Aber genau das, was ihn im ersten Match den Arsch gerettet hat, nämlich dass er ihn einfach mit Hitboxen zuscheißen kann auf kurzer Distanz, so, das kann er hier natürlich genauso gut und noch besser machen. Definitiv, das ist halt eben. Das halt bei Yoshi ist einfach generell so ein bisschen das Marth-Ding. Ja. Also, du kannst halt recht viel covern, aber du kannst halt auch. Das kann halt die sehr Slant hat ihm so den Arsch gerettet, dass er ihn killen konnte. Holy shit. Das kann halt auch sehr leicht auf dich draufgekackt werden. So. Ja. Heide cheered für Randall. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, in der Banger ISO ist Randall einfach ein Foto von Samu. Let's go.
Wenn ihr übrigens, ihr seht Tröti im Hintergrund rumlaufen, wenn ihr euch fragt, wer ist dieser Mann, den Tröti an seinem Schild hochhält, jetzt sehen wir es natürlich nicht wegen, da ist er, kurz gewesen, ja, rechts im Bild. Ihr findet es heraus, wenn ihr diesem Kanal subscribt. Es ist Berlin 13 Atze. Es ist der... Oh mein Gott, er macht die ganze Wave Dash und Lele fällt drauf rein. Er ist noch nicht gestorben, aber holy shit. Oh mein Gott, was für ein Ad-Hoc. Er klaut ihm einfach die Kante, Digga. Das ist wirklich ein Ruckzuck-Hieb. Das war ein Priority-Move. Yeah, safe. Dang. Das war... Der war wirklich ein Quick, Alter. Ja, Mann. Junge! Ruckzuck war dieser Hieb. G-Pipes mit dem Move mit dir gerade. True. Ah, kriegt er den Tailspike? Nein, natürlich gegen Marth ist es ein bisschen schwierig, den zu kriegen in dieser Situation. Ja. Weil Marth fliegt halt einfach anders. Er ist so ein Semi-Floaty, er fliegt ein bisschen awkward, wenn du ihn probierst zu Tailspiken. Ja. Aber ist auch nicht impossible. Das war das sicke Kombo gerade. Voll. Und das könnte aber doch sein, er hat keinen Sprung. Jump. Ja, aber Lilly ist es nie gewollt. Ja, er lässt ihn einfach an die Kante ran. Ah. Schön ist es nicht. Nee. Da muss man natürlich auch drauf achten, ob der Gegner noch den Jump hat oder nicht. Oh mein Gott! Sie lassen sich einfach gegenseitig, das sind einfach die Homies hier. Das sind wirklich die Homies. Oh, das ist der Stock. Das war der Stock, ja. Und Lele holt mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen, ist ein Rettelchen. Mühsam ernährt sich die Elektro. Digga, und G-Pipes macht einfach Downhill Spam an der Kante, der Klassiker. Oh, Lele mit Rolle rein Down Smash in feinster Peach-Manier. Oh, Backair, sehr lässig. Ja. Definitiv. Das ist, Tipper Backair ist einfach so ein Besen, Dicker. Einfach so weggewischt. Ja. Oh, G-Pipes wollte gerade den Instant Ledge Shot machen mit der Wave Dash Back Down Fastfall, aber hat er nicht ganz bekommen. Es ging Pika auch wirklich scary, weil wir haben ja vorhin schon gesehen, wie schnell Pika in die Ledge klauen kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Heide feuert nach wie vor akribisch Lele an, aber das sieht mir aus, als würden wir uns nach Game 4 mit... Down Smash. Mit Force. Oh, damn, Alter. Oh mein Gott, Lele! Ich will nichts gesagt haben. Ich sagte gerade, es sieht aus, als würde es Game 4 mit... Aber, ja, mit G-Pipes in der Führung, ja, okay. F-Smash, Digga. Aber Lele wieder mit sehr, sehr nice Moment. Ich glaube wirklich auf Stages mit Close Quarters, wo Marth halt einfach ihn mehr treffen kann. Einfach... Bei Chance mehr Hitboxen raushauen, höhere Wahrscheinlichkeit, dass Pikachu getroffen wird. Ja, auf jeden. Ist also natürlich schwierig. Lele müsste jetzt was Größeres counterpicken, aber also er hat kaum noch große Stages übrig. Poke halt so, ne? Ja. Also ist halt auch nicht so, aber so von den Stages... Würde ich auch sagen, ist die beste, die er noch hat. Weil, maybe FD? Wir hatten ja auch schon auf er FD geht zurück auf Fountain, wo er Game 1 verloren hat. Es lief echt ganz gut in Game 1, aber... True. Wie gesagt, Fountain hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt gedacht, weil es halt auch eher eine kleine Stage ist. Ja, und weil, also es war wirklich so, GPS konnte ihn einfach outmarthen. So, ja, weißt ja. Du? Und das kann dann auf Pokémon Stadium nicht so schnell passieren. Nee. Aber vielleicht fühlt sich Lady mit einer Top-Plattform wohl? Ich weiß es nicht. Würde ich jetzt eigentlich gegen Marvin nicht unbedingt sagen. Ja. Oh, da ist schon wieder dieses Edgeguard. Das war sick, Digga. Da war einfach mal reingehauen. Okay. Aber G-Pipes versucht ja natürlich auch direkt den Counterstone zu holen. Oh. Okay. Oh, aber wow. Lele mit den Edge-Cancels aus der Hölle. Jo. Aber vielleicht, ja, das kann natürlich auch sein, dass er einfach auf Fault einfach besser Edge-Canceln kann. Ja, das ist sein Ding einfach. Oh, mein Gott. Oh, und dann geht er für die Rolle. Er ist ein bisschen prematurely für die Rolle gegangen. Statt wieder eine Dropdown-Nair wäre wieder ganz gut gewesen, glaube ich. Ja, oder einfach normal Get-Up und dann noch irgendwie F-Smash oder Grab oder so. Ja. Kommt ja unter der Apps, unter der Forward-Air durch mit einer Nair. Das ist wirklich verrückt eigentlich. Weil Marths Forward-Air covert schon die ganze die Menge. Viel, aber Pikachu ist halt klein. What? Schon wieder mit dem Donner nach Sick, oben verabschiedet. Alter, und jetzt ein ganzer Stock Lead einfach hier von Lele. Das ist wirklich verrückt, Mann. Also, aber jetzt kommen die Uphills. Kommt hier Smash 4. Ja. Smash 4 Mario. Ja, genau. Smash 4 basically jeder Charakter. True. Die Uptails waren da ja schon irgendwie ein bisschen dämlich. Aber Lele spielt hier wirklich gerade sein Herz aus seinem Leib heraus. Ja. Oh mein Gott, dieser Upsmash hat strong getroffen von auf der Plattform. Der Gegner stand runter. Oh, ich dachte, er will noch für den Donner gehen, aber nein. Und dann wird er intercepted. Ich glaube, er wusste selber nicht ganz, wofür er gehen wollte da draußen.
Das ist eine Forward Air, okay. Oh, noch eine. Forward Air, aber es reicht nicht, natürlich. Nee. Und da, oh, er denkt, es würde den Edge canceln. Will die Air-Smash in den Weg hauen, aber Lele ganz weit weg von ihm. Aber danach einfach Side B F-Smash. Und das sieht ziemlich ähnlich wie im ersten Game aus. Und wenn G-Bug jetzt wieder anfängt, die Hitboxen rauszuschallern, dann weiß ich nicht. Marv Killer! Let's go, Alter. Ja, das war's. Oh mein Gott! Das war's. Da war G-Pipes. Also, das war. Wenn, solange Lele da das richtig hält mit dem Mathkiller, war G-Pipes da 100% tot. Okay, weil G-Pipes halt zu tief war. Okay, und G-Pipes mit einer massiven Combo, 66% schon. Yo. Er muss sich auch ganz schön was aufholen, um das Turnier gerade noch zu gewinnen, weil das ist tatsächlich das Match, in dem er das Turnier gewinnen kann. Ja, definitiv. Und er hat es genauso in Game 1 vorgemacht. Deswegen gucken wir mal, ob Lele sich wieder so brechen lässt wie in Game 1. Sieht gut aus. Oh, Air Dodge von. Ja, G-Pipes wahrscheinlich ein bisschen Miss-Input, aber wir sind wirklich ziemlich even. Und G-Pipes, das war all G-Pipes die letzten 30, 45 Sekunden so. Definitiv. Oh mein Gott, und der Outdash stellt die kleine Maus. Jetzt schmufen sie hier wieder durch die Gegend. Die Crowd ist eindeutig auf Lele's Seite, sie wollen den Bracket Reset sehen. Ich glaube, niemand ist gegen Gary. Ich glaube, die Leute sind für Lele und den Bracket Reset für mehr Melee. Lele bringt uns Melee. So ist es nämlich. So ist es nämlich. Nee, die Smash hätte fast getippert, das war so knapp. Oh mein Gott, der Downtilt. Und dann hängt er sich ran. Und ja, er macht einfach abtätiger. Weil er dachte, er geht on stage. Oh shit, ja, also Lele gerade on his last legs. Oh mein Gott. Sah es eben nicht so aus. Oh. Er lebt noch, Ja genau, Turnaround. Gott ist die Ein hier. Kommt nicht an die Kante. Und aber das ist es, die Bizeps Hitbox. G-Pipes ist unser Arcadian 3 Champion. G-Pipes. Im Grand Final gegen Lele, G-Pipes ohne ein Set zu droppen. Ja, das ist schon. Ich glaube, im ganzen Turnier zwei Games gedroppt, nämlich in Winners Semis gegen. Nee, Winners Final gegen Magic und dann im und Grand Final gegen Lele. Ja. Insanes Turnier gespielt. Wie gesagt, er war so ein bisschen der Heavy Favorite, nachdem er vor zwei Wochen auf Jedo so ausgerastet ist. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, er hat es die ganze Zeit in sich. Er war nur sehr rusty, weil er hat ja keine Konsole zu Hause zum Grinden. Ja. Und seitdem mit den Italienern angefangen zu grinden, oh nice. Das ist mein Lieblingsscheiß, Mühlenfrikadelle, die veganen, vegetarischen, die sind so lecker. Auf jeden Fall. Ich stopf mir direkt so eine rein. Ja, safe, ich nehme auch eine. Geil, Jambo, zieh durch. Willst du. Nee, ja, cheers. willst du G-Pipes noch interviewen? Nee. Das kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Okay, schade. Dann holen wir. Also. Oder soll ich? Mir ist lieber, wenn du das machst. Okay. Weil ich kenne ihn schon. Na, okay, komm. Denn du hast noch mehr Fragen an ihn. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich hole ihn dir her. Den Lambo. Lass das so machen. Ist auch mir ein Vergnügen. Auf jeden Fall, mega danke für alles, es war richtig geil. Ja. Hallo! So, G-Pipes, how do you feel after winning? I feel pretty good. Nice. I think I might feel slightly better if I have a little, sure. A little Berliner loop for the win. Sure. Beautiful. Winner's drink. Yes. So. Wait. For Jonas, for making a perfect stream the whole day. Eine bitte auch ein. Ja. Let's go, Jonas. The whole day. G-Pipes, how do you feel? I'm feeling good. You had like the whole of Italy against you. Yeah. I know. Cheers. Prost. Cheers. Good tournament, boys. Sehr gut. Boys, girls and everybody. Yeah. Happy to have this wonderful stream with you all. Yeah. It was insane. I loved it. This was a sick tournament. Yeah. It was a sick tournament. It was really so high. I love it so much that it like not everybody is absolutely the same level. Like but still it's closer than it's usually is. Yeah. I love that. Yeah. So yeah, you were a heavy favorite after your sick run 2 weeks ago at Jedo. Yeah. What were your thoughts coming in to this tournament? Honestly, like I kind of just wanted to play and have fun. Like, I think that, like just like last Thursday, I just played like super shaky. Like, okay. After having like a nice run 2 weeks ago, I was like,
kind of playing not to lose, like, oh. Like, oh yeah, okay, yeah. Okay. So the pressure was on you last. Yeah, that's what I thought. So like, yeah. I'm kind of happy that I kind of threw a couple days ago before. Yeah. Instead of throwing today. Yeah. Of course. Yeah, you didn't drop a single set. Yeah. That's pretty nice. So yeah, how was it against the Lettuce Pikachu? Honestly, I found it like super tough. Like, it's kind of lucky because last night him and Magic actually came to my place. Oh, okay. So we kind of had a boot camp. Funny. So it's kind of sick. That's pretty funny that the top three already played. And Gorf. Gorf as well. Okay. So Gorf kind of popped off too. So. Nice. Yeah, maybe that's the reason why you all did so well this tournament. Honestly, I think Pikachu would have been way harder for me if I didn't like have like a bit of practice with it. And Nikki practiced with me just before the set too. Yeah. So it made me feel a little bit better about it. But nice. Yeah, he's super sick, but so I started picking up the edge guards at some point, which was nice. Yeah, nice. I know. What else to ask? It's all good. Yeah. Happy to be here. Yeah. I don't know. I'm new to this interview stuff. So, nice. Dennis said I should do it because we don't know each other. Okay. So yeah, maybe you have a question for me. Sure. How did you find the tournament? How did you find commentating? It was really fun commentating. Okay, sweet. It's like not the first time I did it, but I'm relatively new to it. Okay. So, but it was a lot of fun. Shit ton of hype sets. Yeah, definitely. Also some fun sets. I commentated doubles as well. Okay. So we had good stuff like double Ice Climbers against double Puff. Okay. With Nikki and Marley against Ophis and Third. But it was only one match though. Because in the first match, Ophis played Yangling, and in the third match, Nikki went Triad Fox. Oh, this was double Puff against double Ace. Yeah. Oh, okay, yeah, I remember that. What was the set of the day besides that? Set of the day. I guess Gorf versus... Oh yeah, it was pretty hype. Also, but also, like, Lily Magic was also pretty cool. Oh yeah, that's right. Like there were a few... Also, winners... Like there were... Many amazing sets. Like, it's hard to say. From the ones I watched, I would probably say Lele Magic. It was pretty cool because it was also like the Italian showdown. Okay. I think I need to rewatch that one. I was kind of practicing against Pikachu. Pikachu for my life. Yeah. I was so scared. Of course. it also went down to 5 games, I think. I'm not sure. Maybe it was only 4. Yeah. But theirs was 5. Yeah. I think so, right? Yeah. And yeah, it was a really nice set. But your sets were also great. Sweet. Thank you. Yeah. Always nice to see Marth. I play Marth as well. Oh, sick. So, okay. Yeah. I had a Marth commentator on the mic. All right. Sweet. Definitely. Sweet. Well, thanks for having me. Yeah, thanks for playing this well, man. It was a pleasure to watch you. Sweet. Thank you. What? Ceremony. Ceremony, Leute. Woo!